Hallo Leute, vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Selbstexperiment gemacht, bei dem ich 30 Tage lang nach meinem Zyklus gelebt habe. Dafür habe ich meine Arbeit, meine Freizeitgestaltung und die Menge an sozialen Kontakten an die jeweilige Zyklusphase angepasst. Der Effekt davon war echt überraschend positiv, deswegen möchte ich dieses Selbstexperiment jetzt gerne nochmal machen. Dieses Mal allerdings mit einem ganz besonderen Fokus auf das Thema Sport. Die Fragen, die ich mir dabei stelle, sind: Wie kann ich meine Sportroutine so gestalten, dass sie zu meinem Zyklus passt? Und hilft mir das dabei, auch langfristig motiviert zu bleiben und Freude an Sport und Bewegung zu haben? Bevor wir gleich mit der Frage beginnen, warum es denn überhaupt Sinn ergibt, nach dem eigenen Zyklus zu leben, wollte ich euch noch kurz Bescheid sagen, dass ihr mein neues Buch jetzt signiert vorbestellen könnt. Es ist ein Roman, er heißt The Way You See Me und dreht sich um die Frage, wie es nach einer toxischen Beziehung weitergehen kann. Außerdem geht's um Nachhaltigkeit, mentale Gesundheit, um queere Themen, lauter Dinge, die mir am Herzen liegen. Und wenn ihr das jetzt bei der Buchhandlung Graf vorbestellt, dann signiere ich das sehr gerne für euch. Ihr könnt dazu schreiben, ob ihr entweder nur eine Unterschrift haben möchtet oder eine persönliche Widmung, entweder für euch oder auch für jemand anderen, falls ihr das Buch gerne verschenken möchtet. Den Link zum Vorbestellen findet ihr unten in der Infobox. Ihr könnt das Buch auch überall anders vorbestellen, wo es Bücher gibt. Das kostet überall gleich viel, aber hier habt ihr das eben noch so als kleinen Bonus obendrauf. Also, warum ergibt es Sinn, nach dem eigenen Zyklus zu leben? Zu wissen, in welcher Zyklusphase man sich gerade befindet und sich daran zu orientieren, kann dabei helfen, sich selbst und den eigenen Körper besser zu verstehen. Vor allem, wenn es um Schwankungen im Energielevel und in der Stimmung geht. Vielleicht kennt ihr solche Situationen ja auch, dass man sich manchmal denkt, ey, sag mal, was ist denn gerade eigentlich los? Gestern war noch alles in Ordnung und heute bin ich irgendwie richtig erschöpft. Ich brauche für jede Aufgabe dreimal so lang. Irgendwie bin ich auch traurig und wütend. Die Antwort darauf bekomme ich dann meistens, wenn ich in meine Zyklus-App schaue und dann sehe, ah ja, okay, gut, wir sind in der Lutealphase angekommen. Das erklärt einiges. Das zu wissen hilft mir persönlich sehr dabei, mehr Empathie mit mir selbst zu haben, weil es halt auch einfach ganz normal ist, dass man nicht den ganzen Zyklus lang gleich leistungsfähig ist und gleich viel Kraft und Energie und Motivation hat. Wenn wir uns den Zyklus mal so ein bisschen näher anschauen, dann gibt es dafür diese Jahreszeiten-Analogie. Die kennen bestimmt auch viele von euch schon und laut der gibt es eine Frühlings-, eine Sommer-, eine Herbst- und eine Winterphase. Ein neuer Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode. Das heißt, wir starten ins Jahr quasi nicht mit dem Frühling, sondern mit dem Winter. Und in dieser Phase geht es dann darum, nicht ganz so aktiv zu sein und quasi die Akkus aufzuladen. Heute ist Tag 1. Bei mir ist das immer der stärkste Tag meiner Periode und ich merke, dass ich sehr, sehr erschöpft und müde bin. Ich fühle mich irgendwie nicht so richtig wohl in meinem Körper und ich glaube, am allerliebsten würde ich einfach hier im Bett liegen bleiben, so richtig schön mit Decke über den Kopf ziehen und einfach für den Rest des Tages gar nichts machen. Es wäre übrigens auch absolut okay, das zu tun. Das ist mir bei diesem Video auch ganz wichtig dazu zu sagen. Hört da auf jeden Fall auf euren Körper und schaut ganz individuell, wie bei euch einfach die Situation ist. Wir haben alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit angeht und einfach generell unsere jeweiligen Lebensumstände. Ich zeige hier jetzt nur, wie ich persönlich mit den Themen Sport und Zyklus umgehe. Und dazu ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht hormonell verhüte. Da ist es nämlich so, für den Fall, dass ihr jetzt zum Beispiel die Pille nehmt, dass ihr dann nicht diesen natürlichen Zyklus habt. Das heißt, diese Jahreszeiten, über die ich hier spreche, die treffen dann auch nicht zu. Da fände ich es übrigens ganz interessant zu wissen, falls ihr das teilen möchtet, ob ihr hormonell oder nicht hormonell verhütet und wie ihr das so wahrnehmt mit den Zyklusjahreszeiten. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Der Winter ist auf jeden Fall die Zyklusphase, in der man es langsam angehen lassen kann und auch sollte, weil zu intensives Training kann dazu führen, dass der Hormonhaushalt durcheinander gerät und im Extremfall sogar dazu, dass die Periode ausbleibt. Mit Krafttraining sollte man in dieser Zyklusphase eher so ein bisschen vorsichtig sein. Dasselbe gilt auch für zu anstrengendes Ausdauertraining, also das auch eher so ein bisschen lockerer angehen. Und Dinge, die sich beispielsweise ganz gut eignen für diese Zyklusphase, sind Yoga, Fahrradfahren oder Schwimmen. Und da stoße ich tatsächlich auf meine erste Herausforderung. Bei mir ist es nämlich aktuell so, dass ich zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Und ich habe da so einen Trainingsplan bekommen, der sieht so aus, dass ich immer zuerst für 10 Minuten aufs Rudergerät gehe zum Aufwärmen. Dann kommen so ungefähr 40 Minuten Krafttraining und am Ende dann nochmal 10 Minuten zum Dehnen. Dieser Plan ist, was so die Gewichte und Wiederholungen angeht, auf mich und mein Fitnesslevel zugeschnitten. Was er aber natürlich nicht macht, ist den Zyklus berücksichtigen. Das heißt, der Plan ist für jede Woche gleich und ich bin jetzt mal sehr gespannt, in diesem Zyklus ganz besonders darauf zu achten, wie sich das denn so über die Zeit entwickelt. Also wie schwierig ich die Übungen wahrnehme, wann ich vielleicht irgendwo Gewicht drauf mache oder nicht, wann ich das Gefühl habe,
habe, oh mein Gott, es ist so unglaublich anstrengend, wie kann ich das jemals geschafft haben? Mal schauen. Ins Fitnessstudio gehe ich, wie gesagt, zweimal pro Woche und zusätzlich dazu versuche ich immer noch, an einem dritten Tag hier so ein bisschen Sport zu Hause zu machen. Und da hat es in den letzten Monaten eigentlich schon ganz gut geklappt, dass ich so ein bisschen auf meinen Zyklus geachtet habe, beziehungsweise einfach generell so aufs Energielevel. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich einen festen Plan habe und mir sage, okay, du fühlst dich jetzt zwar heute, als wärst du von einem Trecker überfahren worden, aber wir ziehen das jetzt durch. Hier steht HIIT, dann machen wir das auch. Sondern da gucke ich eben so ein bisschen, wie fühle ich mich heute, was ist machbar und was nicht. Und gerade für die Tage, an denen nicht so viel geht und damit auch für heute, wende ich mich vertrauensvoll an eine Playlist, die heißt 15 Minuten Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr das hier irgendwie sehen könnt, zwischen den ganzen Fingerdappern und dem Ringlicht. Aber das ist auf jeden Fall eine Playlist, die findet ihr auf meinem Kanal. Das habe ich einfach mal erstellt, um so ein bisschen Videos dort zusammenzufassen, die alle circa 15 Minuten lang sind. Alle mehr so sanftes Yoga, Stretching, Dinge in die Richtung. Also nichts, was irgendwie zu krass ist. Und ich finde, das eignet sich auch ganz gut, um morgens in den Tag zu starten oder auch abends, um den Tag schön abzuschließen. Also man hat einfach so ein bisschen Bewegung, aber ohne, dass es gleich zu viel des Guten ist. Ich habe mir da jetzt gerade ein Video rausgesucht und ich werde das hier im Schlafzimmer auf dem Boden machen. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, den erkennt man auch ganz gut, wenn man sich diesen Block hier anguckt. Und zwar lebe ich ja mit zwei Katzen zusammen und die beiden sind ganz große Fans davon, Yoga-Zubehör zu zerlegen. Also auch die Matte sieht schon ganz schön malträtiert aus von den Krallen. Und das hier ist der Raum, wo die Türe zu bleibt und die beiden bleiben draußen. Deswegen werde ich das jetzt ganz in Ruhe machen. Heute ist Tag 3 und mir geht es schon deutlich besser als in den letzten beiden Tagen. Deswegen habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich ins Fitnessstudio gehen werde, beziehungsweise fahren. Wir wohnen ja so ein gutes Stück außerhalb und dadurch, dass wir kein Auto haben und die Öffi-Anbindung da nicht so gegeben ist, bedeutet das Fahrradfahren. Und ich gucke gerade so ein bisschen kritisch, weil das Wetter draußen einfach richtig mistig ist. Es ist total grau und regnerisch und windig, aber ich werde das jetzt trotzdem machen. Fahrradfahren war ja auch tatsächlich eine der Sachen, die auf der Liste stand für den Winter, also so als Sportart, die man da gut machen kann. Und das andere war ja irgendwie so leichtes, entspanntes Cardio. Und ich würde sagen, diese 10 Minuten Rudertraining, die ich zum Aufwärmen mache, die fallen da auch ganz gut runter. Danach kommen die 40 Minuten Krafttraining. Und das ist auch was, wo man es definitiv langsam angehen lassen sollte. Da würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass ich erst seit ein paar Wochen ins Fitnessstudio gehe, ist das alles noch auf einem Level, das nicht so wirklich kritisch ist. Also ich bin jetzt natürlich keine Expertin, aber von der Intensität her ist das jetzt schon wirklich alles sehr entspannt. Also erstmal dieses Grundfitness-Aufbauen-Level sozusagen. Ich bin jetzt nicht irgendwo krass im Freihandelbereich unterwegs, sondern das ist ja ohnehin schon alles sehr moderat. Das habe ich dem Trainer auch direkt am Anfang gesagt, als wir den Trainingsplan gemacht haben im Fitnessstudio, dass es eben gar nicht darum geht, direkt total an die Grenzen zu gehen und irgendwelche krassen Ergebnisse zu erzielen, sondern eben erstmal diese Grundfitness. Aber ich werde heute beim Krafttraining auf jeden Fall trotzdem mal drauf achten, wie ich mich so fühle. Und jetzt höre ich auf zu reden und mich darum zu drücken, das Haus zu verlassen und setze diesen wunderbaren, schönen Helm auf. Los geht's. Ich habe es geschafft, ich bin wieder zu Hause und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt heute das Haus nicht mehr verlassen muss. Oh mein Gott, es ist richtig kalt und eklig gewesen. Aber der Sport hat gut getan, auch wenn es ganz schön anstrengend war. Ich hätte euch gerne vor Ort so ein bisschen mehr mitgenommen. Das Ding ist aber halt natürlich im Fitnessstudio, dass da auch ziemlich viele andere Leute sind. Deswegen konnte ich jetzt immer nur so aus gewissen Winkeln ein bisschen mitfilmen. Ich hoffe, das ist trotzdem zumindest ein kleiner Eindruck. In letzter Zeit war es häufiger so, dass ich nochmal so ein bisschen Gewicht draufgelegt habe bei einzelnen Übungen oder auch mehr Wiederholungen gemacht habe. Da habe ich jetzt heute ganz klar gemerkt, dass das definitiv nicht drin ist. Also da habe ich mich sehr strikt an diese Angaben von ganz am Anfang gehalten. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie das die nächsten Male sein wird, weil dann bin ich ja nicht mehr in der Winter-, sondern in der Frühlingsphase. Bevor wir gleich dorthin springen, möchte ich euch passend zum Thema Periode und Sport den heutigen Kooperationspartner vorstellen. Und zwar ist das Snacks. Für mich war es tatsächlich lange so, dass ich, wenn ich meine Tage hatte, überhaupt keinen Sport gemacht habe. Und das jetzt eben nicht nur, weil ich wenig Energie hatte, sondern auch, weil ich mir einfach ganz viele Sorgen gemacht habe. Was ist, wenn doch irgendwas ausläuft? Wenn Blut irgendwo hinkommt? Wenn man doch irgendwie was sieht? Das sind lauter so Gedanken gewesen, die mich da irgendwie blockiert haben. Für mich war Periodenunterwäsche da echt ein richtiger Gamechanger. Ich benutze die von Snacks jetzt ja schon seit längerem und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Also das hat aus diesem ganzen Thema einfach richtig den Stress
rausgenommen, weil die Periodenunterwäsche eben sowohl Blut als auch Schweiß super schnell aufsaugt. Wenn man die trägt, ist es auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man hätte gerade eine Windel an oder so, sondern die Absorptionsschicht, die ist wirklich ganz dünn und man sieht die Periodenunterwäsche auch nicht durch, selbst dann nicht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Yogahose trägt oder auch eine engere Sportleggings. Ich gehe damit sowohl ins Fitnessstudio als auch zum Aerial Yoga. Das heißt, die Periodenunterwäsche fühlt sich selbst dann noch sicher an, wenn man gerade kopfüber in einem Tuch hängt. Es gibt verschiedene Schnitte, je nachdem, was ihr am liebsten tragt. Zum Beispiel Brazilian, High Waist oder Classic. Was ich auch toll finde, sind die Non-Period Panties von Snugs. Die haben so eine ganz dünne Funktionsschicht und sind quasi ein Ersatz für Slip-Einlagen. Also die könnt ihr zum Beispiel am letzten Tag der Periode tragen, wenn die Blutung nur noch ganz schwach ist oder auch zum Beispiel an Tagen mit viel Ausfluss. Alle Infos und den Link zu Snugs findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Es ist Tag 6 und damit beginnt der Frühling bzw. die Follikelphase des Zyklus. Und passend dazu ist heute nach gefühlten Ewigkeiten endlich mal wieder die Sonne rausgekommen. Es ist ja gerade Januar und es war einfach gefühlt wochenlang nur alles grau in grau. Und vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass jetzt eben die Sonne wieder hier reinscheint. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr energiegeladen. Ich habe richtig Lust auf Sport. Und das passt aber eben auch zu der Frühlingsphase. Im Frühling und Sommer des Zyklus ist es so, dass der Östrogenspiegel ansteigt. Und das bedeutet, dass die Bänder lockerer werden und damit auch so ein bisschen verletzungsanfälliger. Das heißt, es ist so eine Sache, bei der es ganz gut ist, wenn man sie im Hinterkopf behält und da einfach so ein bisschen vorsichtig ist. Gleichzeitig sind der Frühling und der Sommer aber auch die Zyklusphasen, in denen man am leistungsfähigsten ist. Das heißt, sie sind eben gut dafür geeignet, neue Trainingsreize zu setzen und damit den Muskelaufbau zu fördern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich im Fitnessstudio einen Unterschied merken werde. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal so die nächsten Trainingseinheiten zusammen und gebe euch am Ende der Zyklusphase ein Update, wie denn der Frühling so war. Es ist Tag 15 und wenn wir das erste Mal Fitnessstudio an Tag 3 noch zum Winter dazu zählen, war ich jetzt in der Frühlingsphase des Zyklus zweimal im Fitnessstudio und einmal habe ich Sport zu Hause gemacht. Das zweite Mal, das steht jetzt heute auf dem Programm. Dafür habe ich mir jetzt gerade schon mal so ein 20-Minuten-Workout rausgesucht. Ich glaube, dass das ein ganz gutes Maß ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das nachvollziehen kann, aber ich habe immer das Gefühl, dass es schwieriger für mich ist, mich zu Hause zum Sport zu motivieren. Deswegen gucke ich dann immer, dass, wenn ich mir so ein Video raussuche, das zwar anspruchsvoll ist, aber nicht zu anspruchsvoll, damit ich mir beim nächsten Mal nicht denke, oh mein Gott, das war so schlimm und so anstrengend, das werde ich jetzt garantiert nicht nochmal machen. Dann noch so ein kleines Update zum Fitnessstudio. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass mir jetzt in der Frühlingsphase die Übungen deutlich leichter gefallen sind. Teilweise konnte ich sogar so ein bisschen mehr Gewicht drauf tun oder ich konnte die Wiederholungen erhöhen, also dann einfach irgendwie noch einen Satz mehr machen. Und ich finde das wirklich total faszinierend, wie sich das innerhalb von so ein, zwei Wochen dann verändern kann von boah, es ist irgendwie super anstrengend hinzu, ey, das hat richtig gut funktioniert. Also diese Frühlingsphase, die ist super motivierend und hilft mir, glaube ich, auch dabei, langfristig dran zu bleiben. Wenn ich irgendwo das Gewicht erhöhe oder mehr Wiederholungen mache, dann schaue ich immer, dass das alles sehr moderat passiert. Das heißt wirklich nur kleine Schritte, nicht übertreiben. Es geht mir nicht darum, dass es irgendwie der schnellstmögliche Fortschritt ist, sondern ich möchte gesund und beweglich sein. Bei diesem Experiment hier geht es mir ja auch darum, nachhaltig motiviert zu bleiben. Und genau deswegen zwinge ich mich jetzt auch nicht, in der Frühlings- oder Sommerphase zu sagen, so, das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür, du musst das jetzt machen und du musst dich jetzt irgendwie zwingen, mehr, schneller, höher, weiter. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so produktiv, zumindest für mich nicht. An Tag 15 beginnt, wenn man jetzt wirklich nur so rein nach dem Kalender geht, der Sommer des Zyklus, also die Eisprungphase. Und das ist eben die Zeit, in der man die meiste Energie hat und die höchste Leistungsfähigkeit. Bei mir ist es wie vermutlich bei den meisten anderen Leuten auch so, dass der Zyklus nicht immer so perfekt nach Lehrbuch abläuft, sondern mal ist der ein bisschen kürzer, mal ist der ein bisschen länger. Also da gibt es immer mal wieder Abweichungen und dementsprechend verschiebt sich dann halt auch der Eisprung. Und den bemerke ich ehrlicherweise auch meistens erst im Nachhinein, wenn ich mir denke, in den letzten Tagen habe ich mich so selbstbewusst gefühlt. Plötzlich ging mir alles so leicht von der Hand. Warte mal, ich glaube, da könnte irgendwas Eisprungstechnisches passiert sein. Es ist Tag 25 und damit bin ich mittlerweile in der Zyklusphase angekommen, die ich am allerwenigsten mag. Es ist der Herbst, sprich die Lutealphase. Da wird irgendwie alles anstrengender, sowohl im Alltag als auch beim Sport. Und ich weiß inzwischen, dass das jetzt auch genauso weitergehen wird, so lange, bis ich meine Tage bekomme, bis der Winter wieder beginnt und dann, ja, die ersten zwei Tage, auch noch schwierig,
aber dann geht es endlich wieder aufwärts. Jetzt in der Herbstphase mache ich bei meinen Sporteinheiten zu Hause nichts mehr, was irgendwie zu krass oder zu anstrengend ist. Das heißt, es ist definitiv wieder an der Zeit für die 15 Minuten Bewegung-Playlist. Das ist wirklich genau die richtige Phase dafür. Heute stand jetzt aber erstmal wieder Fitnessstudio auf dem Programm und da ist mir schon ganz deutlich aufgefallen, dass vor allem alles, was so mit dem Thema Ausdauer zu tun hatte, irgendwie schwieriger war. Dazu kommt dann noch PMS, also das prämenstruelle Syndrom. Das merke ich ziemlich deutlich, seitdem ich vor ein paar Jahren die Pille abgesetzt habe. Und neben dieser ganzen Energie-, Level- und Motivationsgeschichte ist das echt so die Phase, wo ich auch den Einfluss merke auf meine Stimmung. Wenn ich PMS habe, bin ich irgendwie richtig dünnhäutig. Dinge, die sonst so sind, dass ich sagen würde, ja komm, da stehe ich einfach drüber, die treffen mich in der Zeit. Ich bin irgendwie viel näher am Wasser gebaut und vor allem bin ich die ganze Zeit wütend. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht auf wen, aber ich bin einfach sauer. In der Lutealphase übernimmt jedenfalls das Progesteron und da ist dann wieder langsamer machen angesagt. Ich achte beim Krafttraining also ganz besonders auf meine Grenzen und pushe mich da auch nicht drüber. Ich sag's euch aber auch ganz ehrlich, dass mir das nicht immer so leicht fällt. Gerade halt auch deswegen, weil der Sommer so direkt davor ist. Man hat das noch so richtig in Erinnerung, so hey, das ist die Phase, da konnte ich Höchstleistungen abrufen und das hat richtig gut geklappt. Und dann wieder zu sehen, boah nee, das geht jetzt alles nicht. Das ist schon echt frustrierend. Ich versuche mir dann, nachdem so die erste Wut verraucht ist, wieder ganz bewusst in Erinnerung zu rufen, dass es ganz normal ist, dass es eben Zyklusphasen gibt mit mehr Energie und andere mit weniger, dass das nichts mit persönlicher Schwäche zu tun hat oder so. Ja, aber ich wollte eben auch ganz ehrlich mit euch teilen, dass das nicht immer so perfekt klappt. Und manchmal bin ich dann einfach sauer. Mich würde es mal interessieren, ob es euch in solchen Phasen auch manchmal so geht, dass ihr zwar eigentlich wisst, dass das wieder vorbeigeht und dass das nur mit dem Zyklus zusammenhängt, ihr euch aber trotzdem denkt, boah, es geht nie wieder bergauf und das ist jetzt der Zustand für immer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal vergesse ich, dass das auch wieder vorbeigeht. Trotz alledem würde ich sagen, dass zyklusbasiertes Training auf jeden Fall dabei helfen kann, langfristig motiviert zu bleiben und wirklich Freude an Bewegung und Sport zu haben. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, meinen Zyklus zu tracken und dann zu wissen, in welcher Phase ich mich gerade befinde und dementsprechend auch das Training anzupassen. Das möchte ich definitiv so fortführen, also das halte ich für sehr, sehr sinnvoll und mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr damit vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht habt, beziehungsweise ob ihr euch generell in eurem Leben nach eurem Zyklus richtet. Schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare. Hier kommt ihr zu dem anderen Video, in dem ich auch schon nach dem Zyklus gelebt habe, mich da aber mehr konzentriert habe auf Arbeit, Alltag, FreundInnen-Treffen und so weiter. Also ja, guckt da gerne mal vorbei und ansonsten hoffe ich, dass wir uns hier nächstes Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!